So. Jetzt muss ich mir auf meinem eigenen Kanal wirklich Werbung ansehen. Das ist irgendwie komisch, wenn das so offen ist. Ja. Und vor allem, was ist das? Titanfall? Irgendwas, was ich nicht spielen würde. Nee, Call of Duty. Okay. Hätte beides sein können. So rein von der Ausrüstung her. Wobei ich sagen muss, dass ich Sci-Fi-Shootern allgemein etwas eher zugewandt wäre als ihren historischer Veranlagten. Und ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen die Musik runterdrehen, sonst hört man mich ganz schwer. Lautstärke-Mixer. Bringt das was, wenn ich das hier ändere? Keine Ahnung. Ja, also es schlägt zumindest deutlich weniger aus als bei mir. Oh, danke an Sascha an der Stelle, dass er mich hier hostet. Ich fange auch gleich an. Ich wollte bloß warten, bis vielleicht ein, zwei Leute doch mitgekriegt haben, dass ich das hier heute mache. So. Gucken wir einmal kurz. Nee, das ist... Aber konnte man nochmal einsehen. Zuschauerliste. Ja, also... hi Sascha oder wer auch immer gerade den Kanal verwaltet. Freut mich, dass ihr zuseht. Ja, Endless Legends, neue Erweiterung heute rausgekommen, namentlich Tempest, und bezieht sich ein wenig auf die Seefahrt, auf Erweiterungen am Meer und so weiter. Und hat ein neues Volk eingeführt, das ich heute ein bisschen ausprobieren möchte. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht wirklich einfach an dem Spiel lag dann in dem Falle, aber freut mich, dass du so großes Interesse an dem Spiel hast. Und ich habe nicht viel Endless Legends gespielt, also ich habe gerade mal 14 Stunden gespielt, aber ich mag das Spiel irgendwo sehr gern und bin daher auch bereit, durchaus mir jede Erweiterung immer zu holen, eigentlich gleich zum Start. Imperien machen wir mal 4, ich bin grün, genau, jeder hat seinen Kontinent. Ich muss sagen, ist es gemäßigt. Und ich weiß halt auch nicht, ob es, wenn es heute funktioniert, Divinity denn funktioniert, wobei es eigentlich ähnlich vom Detailgrad her sein dürfte, aber wahrscheinlich viel entspannter. Und ich sollte vielleicht auch mal wieder mein Fenster aufmachen, damit ich weiß, wann das Ganze abschmiert und wann nicht. Und den Stream vielleicht selber bei mir mal aus, damit er keine Leistung zieht. Topografie. Machen wir es mal norddeutsch flach, nicht wahr? So wie es hier in der Gegend ist. Und ich kriege keinen norddeutschen Akzent, den habe ich noch nie, werde ich auch nie. Und ich möchte die Morgavr. Ich hoffe, man spricht die so aus. Die sind erschaffene Kreaturen, die aus dem Gefängnis in den Tiefen des Ozeans ausbrachen und von unbekannten Mächten an die Oberfläche getrieben werden. Wenn der Planet ihnen gehört, könnte es sein, dass dies erst der Anfang ist. Klingt sympathisch. Klingt nach der fiesen Meeresvision der Walters, die es auch gibt. Die, glaube ich, gleich sind mit irgendeiner anderen Rasse hier, was ich bekommen habe, weil ich das Spiel noch in der Early Access Phase mir zugelegt habe. Weiß nicht, ob man die später kriegen konnte. Ich glaube doch mit dieser Premium-Variante. Egal. Und ich muss ja sagen, auch wenn mir Endless Space vielleicht zu hoch ist, und da kündige ich gleich direkt für morgen einen Stream an. Ich weiß nicht, 16 Uhr, 17 Uhr vielleicht. Max versucht, Endless Space zu verstehen. Halte ich für eine geile Idee, aber es wird wahrscheinlich wahnsinnig ätzend. Ich werde ganz viel lesen
Und nicht hier reden. Und die ganze Zeit nur, wie geht das jetzt? Ich verstehe kein Wort. So wird es ungefähr morgen laufen, aber ich mag einfach den Stil, den die haben. Grundlegend. Luckily for Regan, they sleep. We didn't understand them. Didn't even know where they came from. We couldn't control them. So in desperation, we contained them. What if they break free? With their power? Hatred and paranoia? Then, Auriga will weep. As she has never wept before. Tears enough to fill the salt seas. Ja, ich glaube gerne, dass Endless Space ein ziemlich cooles Spiel ist. Das Problem ist, sobald ein Spiel in die Weltraumebene geht, blicke ich nicht mehr durch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe in keinem Free Space Strategiespiel oder auch selbst die 4X-Spiel, also selbst Galactic Civilizations, blicke ich nicht durch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich verstehe es wirklich nicht. Und deswegen werde ich das auch trotzdem mal morgen machen und mal gucken, ob ich es hinkriege. Oh, die Schwestern der Barmherzigkeit, die sind eigentlich ganz cool als Einheiten. Und direkt eine KI getroffen, also super. Mögen unsere Gespräche zivilisiert und häufig sein. Ja, garantiert. Das schließt sich auch überhaupt nicht mit dem Volk aus, was anscheinend auf Eroberung ausgelegt ist, was ich hier gerade habe. Also eine Ruinenfestung. Ein Seekampfsystem. Okay. Also gibt es jetzt anscheinend anno-mäßig diese Meeresbasen und okay, also anscheinend gab es Fomorianer dort, die, also hieß ein Volk dort so, dass wir, von dem wir vielleicht abstammen oder von dem wir Sachen holen können. Ah, da ist so eine versunkene Ruine bereits. Und wir sind dieser hübsche Kerl hier, also ich nenne ihn jetzt einfach mal hübsch, der auch überhaupt keine unheimliche Maske trägt. Und bleibe ich auf der Seite? Weil dort ist ein Fluss, den kann man ja eigentlich ganz gut nutzen. Ich werde mal bis hierhin laufen, bevor ich meine Stadt errichte. Nee, was du meinst, Sascha, ist Civilization Beyond Earth. Galactic Civilization ist eigentlich eine relativ alte. Also hat nichts mit dem Original Civ zu tun. Wie soll ich es erklären? Ja, ist halt. Aber ein 4X-Spiel auf einer 2D-Ebene, aber im Weltraum. Und nicht das auf fremden Planeten, was du meinst. Was mit der Erweiterung tatsächlich ganz ordentlich geworden ist, aber die KI ist mir immer noch zu aggro dort, egal auf welcher Stufe. Gründe eine Stadt. Ja, viel Wasser, anscheinend viel Wissenschaft, also werden wir schneller zu den Sachen kommen, um die zu erforschen. Und ja. Hauen uns erstmal hier so ein Gründerdenkmal, das dauert 7 Runden. Hier können wir an Flüssen im Sommer mehr Gast kriegen, also mehr Geld. Das ist eine Meerkachel. Ah, also ich kriege anscheinend Geld und Wissenschaft gerade. Das ist eigentlich schon mal ziemlich geil. Nahrung, nee, ich pack euch direkt mal auf Produktion drauf. Die 10 reichen mir. Und ja, dann hol dir mal die Ruine im nächsten Zug. Was macht man in seinem Spiel natürlich immer richtig? Erforschen ist ja essentieller Bestandteil. Einfluss. Okay, gib mir mehr Einfluss und neue Waffen. Der Verschlinger ist eine Basiseinheit.
ein Schiff. Sieht sehr freundlich aus. Ich muss auch die ganze Zeit gerade ein bisschen an Dagon denken, wem das freundliche Wesen ein Begriff ist. Ja, aber hole ich mir doch erstmal die beiden vorgeschlagenen Sachen. Ach so, Endless Legends ist ein Volksspiel. Ich würde aber nicht behaupten, dass es sich. Also, es geht eher halt in die ähnliche Richtung wie. Was mochte David nochmal so gerne? Oh, verdammt, wie heißt die Reihe denn? ich komme gerade nicht drauf, aber hat halt einen anderen Ansatz und dadurch finde ich, lässt sich schwer vergleichen. Ist ein bisschen, ist so am Ende ein Zwischending zwischen Civ und Heroes of Might and Magic. Und hat halt, wie. Okay, na dann, tschüss, Sascha. Ich finde, dass das Spiel einiges schön macht im Punkto gerade Design und vor allem Worldbuilding, was die Jungs beim Titel einfach drauf haben. Okay, ach, was. Was soll der Geiz? Ich lese die Sachen einfach vor, die Texte sind immerhin schön geschrieben. Mogarv erwacht. Dunkelheit. Bewegt den Kopf, die Glieder, zwängt sich hinaus und greift, zerschmettert, verdreht, bricht geschwächte Streben in zwei, zerschlägt gesplittertes Glas. Morgavr bewegt sich, Freiheit nach unzähligen Jahren, flieht aus den Gebäuden, den Höhen in das Wasser hinein, dunkles Wasser, zu kalt, zu dunkel, bringt zu viele Feinde, zu viele Erinnerungen, Freiheit. Morgavr schlüpft in die Dunkelheit, findet andere, so wenige, erhebt sich. Das Licht sucht Luft, Land, Feuer, die Schmiede, Wände, Waffen. Was für seltsame Bilder, Erinnerungen. Okawa erinnert sich an die Zeit in Gefangenschaft, schlafend, aber doch bei Bewusstsein, das Grauen, sich nicht bewegen zu können. Die Machtlosigkeit, der Freiheitsentzug. Muss Luft atmen, Feuer entzünden, bauen und erobern, sich auf die Welt ausbreiten, niemals wieder in Gefangenschaft geraten. Keine Macht darf überleben, die ihn gefangen nehmen könnte. Niemals der Schwächere sein. Okawa wächst. Scheint er richtig sympathische Bubis zu sein. Hallo Alpaka. Freut mich, dass du da bist. Du bist ja mein, zusammen mit dem Cliffos Maximus, mein treuster Zuschauer. Heute ein wenig Strategie mit einem sympathischen Meeresvolk, das die Welt unterjochen und alles töten möchte. Mach dir mindestens eine Meereskachel mit einer Stadt zunutze, erforsche die Verschlingertechnologie. Das habe ich schon vor. Und mein Held. Kann man Helden umbenennen? Das will ich jetzt wissen. Helden verwalten. Betrachten. Anscheinend kann ich ihn nicht umbenennen. Schade, ich hätte ihn nämlich zu gerne Dagon genannt. gucken wir mal, du kannst. Abwehr erhöhen. Als Aufklärer oder die Fraktionseigene. Oder im Wasser richtig, richtig krass werden. Ich finde Wasser richtig krass werden eigentlich gut. Kann ich aber erst nach einem Level-Up machen. Ja, dann hole ich mir diese Ruine. Wieso kann er nicht da lang? Hallo, Gaurane, also quasi sowas in der Art wie Tauren. Neuer Auftrag hinzugefügt, ein Relikt der Vergangenheit. Die Sicherheit des Imperiums hängt auch davon ab, wie gut du zu den Geschichten von Reisenden und Vagabunden zuhörst. Den Geschichten, nicht zu denen. Du erfährst von einem Ort voller Artefakte aus vergangenen Zeiten. Und du hast schon bereits Gerüchte darüber gehört, um Angeberei oder leeres Gerede ausschließen zu können. Der Punkt auf der Karte sollte erkundet werden. Ich soll innerhalb von 5 Runden an einer bestimmten Tempelruine sein. Position zeigen. Ah, an der. Da bin ich ja auch in der Nähe. Alles klar.
Achso, das war die Aufgabe von dieser. Wow. Kann der sich scheiße weit bewegen? Junge, Junge, Junge. Der Ort durchsucht die Ruinen und legt ein Geheimnis der Vergangenheit frei. Der Ort entspricht der Beschreibung. Bis hin zu den unheimlichen Atmosphäre. Wie gut, dass du Schaufeln eingepackt hast. Und ich bekomme einen Walbrecher. Es ist ein Ausrüstungsgegenstand für Iraku. Stab der Wüste. Nicht? Doch kein? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass wir den kriegen. Oh, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Das ist dann doch etwas. Ja, wir haben einen Walbrecher bekommen, aber anscheinend ist das keine Waffe für, oder zumindest nicht für diesen Helden. Kann ja sein, dass das der Fall ist, dass wir halt keine klassischen Schwerter nehmen, sondern eher magisch begabt sind. Ich meine, wenn meine Einheiten auch schon Mastermind heißen. In und um die Ruine gibt es so viele Gravuren und Diagramme, dass es selbst ein Dummkopf erkennt. Irgendwo in dieser Ruine steckt eine Waffe großartiger Schmiedekunst. Ein riesiger Felsen aus Glasstahl. Nur die Schlauen werden jedoch erkennen, dass es sich dabei um das Werk eines Schmiedes handelt. Er dachte, er könne die Dämonen in seinen Träumen töten, wenn er sein Schwert in einen Glasstahlblock rammt. Offenbar verfiel auch deine Vorfahren gelegentlich dem Wahnsinn. Also keine Sorge, wenn dir das ebenfalls ab und an passiert. Der verrückte Schmied hat eine Waffe in einen großen Felsen aus Glasstahl gerammt. Das heißt, diese Waffe dass diese Waffe interessante Kräfte hat. Es könnte es ja so lohnen, sie zu bergen. Du musst jedoch zuerst die Region beherrschen. Kolonisiere die Region Ranf. Okay, dann werde ich wohl als nächstes Ranf erobern. Nachdem ich ein paar neue Einheiten habe. Und bis dahin erstmal oben weitere Sachen erkunde. Hier liegt ja genug rum. Und in ein paar Runden kann ich schon neue Sachen machen. Juhu, Schiffchen! Als Schiffchen bin ich auch besonders stark, habe ich gehört. Kann ich nicht erforschen? Die Bevölkerung meiner Hauptstadt ist gewachsen. Auch das ist aber schön. Da kann ich ja mehr Leute verteilen. Alles klar. Ja, dann baue ich noch ein paar von. Baue ich erstmal. Hole ich mir noch ein bisschen Fluss. Sodass ich hier auch das Wasser kriege. Oder? Nee. Ich hole mir mehr. Mehr, richtig. Mehr ist das Wort, was ich gesucht habe, denn immerhin sind wir ein Seefahrervolk. Eine Ausstellung all deiner Armeen, die zu Beginn deines Zuges Vergeltungsschäden erleiden. Grüne Sintflut. Okay, das gefällt mir jetzt aber gar nicht. So, wir haben jetzt Verschlinger erforscht. Die Kaffer sind erwacht und haben die Orte zerstört, an denen sie gefangen waren. Wollen sie einen Kampf um Freiheit fortsetzen, brauchen sie eine stärkere Stätte, bessere Armeen. Okay, die habe ich jetzt anscheinend mir zu eigen gemacht. Und habe das bekommen. Sehr schön. Okay, ich möchte eigentlich nicht weiter dieses Psycho-Zeug vorlesen, auch wenn die Texte schön geschrieben sind. Aber auf den habe ich gerade tatsächlich keine Lust, weil es ist so Ork töten! Ungefähr auf den. Wollen mindestens zwei Verschlinger in deinem Imperium. Okay. Hier gibt es Kasanji, also fliegende Höllendämonen. Sehen so ein bisschen aus wie
der herbeigerufene Totenkopf aus Yu-Gi-Oh! Größenwahn. Fortschritt darf nicht nur in wissenschaftlicher Forschung gemessen werden, sondern auch in Nutzen, den wissenschaftlichen Errungenschaften in der Praxis haben, um die Annalen der Geschichte einzugehen, vorausgesetzt es gibt zukünftige Generationen, die diese Geschichte lernen. Musst du dein Volk in andere moderne, in eine moderne Ära leiten, indem du die Industrie vorantreibst. Produziere über die 10 Runden in einer deiner Städte 40 Industrie. Tja, das werde ich ja wohl schaffen. Da bin ich ja jetzt schon relativ gut dabei. Und dann verzieh dich mal darüber. Oh, du bist aufgestiegen. Für was auch immer. Fürs Herumlaufen anscheinend. Aber jetzt bist du erstmal nochmal eine Spur krasser hier auf dem Meer. So, ich habe jetzt ein Gründerdenkmal. Das macht meine Stadt ganz, ganz toll und irgendwas. Richtig. Ach, Glasstahl. Sehr schön. Und mehr Ruinen. Es gibt verdammt viele Ruinen hier auf der Insel. Also gerade auch vor allem so direkt in der Nähe meiner Basis. Das wundert mich eigentlich ein bisschen. So viele bin ich dann nicht gewohnt. Oh, drüben sind quasi Hydras. Rebschlangen. Nichts Interessantes. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, es sind ja immerhin wunderschöne, kaputte, alte Ruinen. Da muss man doch was Interessantes finden. Ich meine, Indiana Jones dreht mehrere Filme. Nur damit. Fomoriana entdeckt. Oh, es wird immer seltsamer. Dieser Festungskomplex auf offener See muss ein Werk der urten Bewohner des Planeten sein. Und doch sind sie nicht mehr hier. Die Festung wird von einer seltsamen Spezies von Kreaturen bemannt. Wirst du mit ihnen reden oder angreifen? Ah, dort. Das ist ja geil, dass jetzt... Die haben wirklich einfach das Meer erweitert. Das war der Plan der Erweiterung und geht, finde ich, auf. Gefällt mir. Im letzten Zug abgesprochen. Wellenbrecher. So. Ich werde, denke ich mal, direkt den militärischen Zweig einschlagen. Da es mir relativ vorgeschlagen wird, so von der Art der Charaktere. Und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Aber dann kann ich auch gleichzeitig noch... ach, Moment, stimmt. Aber ich brauche... Die Sachen mit diesem Symbol, genau. Damit ich einfach die Umgebung etwas ausbeuten kann. Und dann will ich dieses Schiff haben. Gut. Es ist ein Feld vor dir, aber ja, geh da ruhig komplett rum. Ist eine tolle Idee. Wobei, ist wahrscheinlich für die Bewegungspunkte der Figur anscheinend besser. Auch wenn ich das schräg finde. Wie viel Geld? Ich habe eigentlich relativ viel Geld. Ach nee. Nee, du sollst schon gebaut werden, aber... Ach nee, kann ich mir nicht leisten. Und ihr kostet 105. Wow. Ah, jetzt funktioniert es auf einmal. Such dann auch nach Hinweisen. Dorgeshi. Sind eine Art Schakalwesen anscheinend. Wanderclan-Familie kann man Städte verlassen und das Luxusleben eines Händlers gegen das Mühsal eines Kriegers ausgetauscht. Okay, das ist... Belohnung, verbesserte Rüstung. Ich habe eine Wissenschaft bekommen. Die ich anscheinend schon besaß. Naja, man kann nicht alles haben. War ich so jetzt. Jo. Spiel geht natürlich gewohnt langsam voran. Ist so bei solchen Spielen.
eigentlich ist auch die Stunde, die ich angesetzt habe, weil mehr kann ich heute tatsächlich nicht, viel zu wenig. Also in einer Stunde sieht man in einem 4X-Spiel nichts. Theoretisch gesehen vom Spiel. Aber ich wollte einfach mal ein bisschen so dieses Flair zeigen. So, jetzt habe ich mehr Gebiet. Dadurch wächst meine Stadt noch schneller. Und ich habe hier Hafengebiet. Und ich muss echt sagen, das hier mag ich. Also das, also wirklich von jeder Region sieht das Gebiet anders aus. Und hier haben wir halt diese Korallen und so weiter. Ich meine, klar, es ist nicht das allerschönste Spiel der Welt. Aber es ist gar nicht so weit davon entfernt, ein wirklich sehr, sehr, also es ist sehr stilsicher. Zumindest das kann man ihm nicht absprechen. Und das finde ich persönlich immer viel wichtiger bei Spielen. Bei was Optik in Spielen angeht. Tatsächlich sind auch die meisten Spiele, die einen zu realistischen Grafikstil versuchen, in meinen Augen meist einfach den stärker stilisierten optisch unterlegen. Aber da bin ich jetzt, sagen wir mal, nicht der Maßstab. Ja, jetzt habe ich hier Minen. Okay. Ich strebe ja allgemein oft gegen den Mainstream. 30 Dust. Ja, damit kann ich leben. Ich will Gold und Blut. Das ist das, was ich gerade vorhabe. Es ist so schön, dass du fürs einfache Rumlaufen... Spionage. Okay, also am Ende sind es auch noch gute Spione oder was. Super. Ich will wirklich hier mal die Aggro-Tour fahren. Das mache ich sehr, sehr selten in solchen Spielen. Ich bin eigentlich jemand, der sich eigentlich ein Reich aufbaut und am Ende alles kauft. Grasseite. Luxusressource. Source. Unzufriedenheit. Ich habe noch keinen Handel, deswegen mache ich das auch noch nicht. So, und hier kommen jetzt neue Einheiten hinzu und dann kann ich mich auch mal, kann ich mich schon in die Richtung zumindest begeben. Der Region unter mir, dass ich die erobere. Denn ich habe ja erfahren, dass ich eine tolle Waffe kriege, wenn ich das tue. Oh Mann, meine Überleitungen sollten langsam mal besser werden, die sind nämlich richtig scheiße heute. Wow, also ich finde sie selber gerade unterirdisch schlecht. Das sollte ich ändern. So, mehr Ruinen, in denen nichts ist. Wow. Okay, hier haben sie echt das Meer gerade einfach nur voll geproppt. Das ist schon übertrieben, was hier gerade um mich herum passiert, um mich herum so stattfindet. Tauchen! Verbesserte Legierung. Ihr hübschen kleinen Jungs, hier seid eine neue Armee. Wer bist du denn? Umherziehende Armee, gegnerische Einheit. Ich hoffe mal, ihr stört mich nicht, aber wenn, habe ich da meine Miliz. Ich weiß, Land ist nicht so euer Ding. Aber wir müssen es ja trotzdem versuchen. Und es läuft heute erstaunlich flüssig. 70 das dazu. Wird ja doch langsam. Ja, dann werde ich doch mal. Wie viel kostet ihr? 329. Okay, die kosten fast so viel, wie ich habe. So, ihr kommt nächste Runde. Oh. Ah, Plan, Militär. Militär und Gold. Ja, Dust. Wie auch immer, Hauptsache Kohle.
dann kann ich ja jetzt. Nee, ihr seid hier schon richtig. Hätte ich eigentlich gleich machen können, aber naja. Ja, du, ihr geht jetzt hier hoch. Die Wegfindung ist heute manchmal ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber... okay, ihr könnt ja dann in der nächsten Runde loslegen. Und mein treuer Held mit Gefolge, samt Gefolge. Anführer... Nee. Angreifen kann ich anscheinend die Runde noch nicht. Ich muss ja... Oh, marodierende Arschlöcher. Harpien! Sowas in der Art zumindest. Sehr cool. Dass die hier auch so richtige Befestigungen haben. So, anscheinend habe ich ganz gute Siegeschancen gegen die Justiz hier. Und ich werde einfach einmal den Kampf manuell bestreiten. Was simpel und ergreifend daran liegt, dass ich das mal zeigen will. Achso, stimmt, ich kann euch theoretisch umsetzen, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Okay. So, ihr greift dort an und ihr greift dort an. So ein Kampf dauert im manuellen Bereich natürlich relativ lange. Während es im Auto-Modus natürlich dagegen unheimlich schnell ist und tatsächlich für mir auch die bevorzugte Variante ist. Einfach... da ich persönlich selten mehr aus dem Spiel rausholen kann, also aus den Kämpfen rausholen kann. Aber ich finde es interessant, weil das hier haben sie meiner Meinung nach geändert, dass das hier jetzt nur noch so skizzenhaft ist, was ich aber eigentlich als Effekt ziemlich geil finde. Oh, kommt mein Held auch endlich mal zum Zug. Der hoffentlich nicht zu sehr auf die Fresse kriegt. Da wir immerhin nicht im Wasser sind, was ja erwiesenermaßen sein Spezialgebiet ist. Okay, erste Runde beendet. Wir haben einen verloren, unser Held ist ein bisschen angekratzt, aber ansonsten geht's. So, wir haben die Dustfilterung gebaut. Plus 3 auf Geländewand ist sowas. Wow. Ja, es gibt Jahreszeitenwechsel, man sieht das hier. Wird auch bald auf uns zukommen. Ja, und ich schalte jetzt mal auf Auto. Man kann auch auf Zuschauer schalten. Oh, sie sind in der Nähe, sie sind in der Nähe, sie greifen mit an. Das heißt, dieser eine Gegner hat natürlich keinerlei Chancen. Und jetzt können wir hier unten noch uns den nächsten holen. Und hier einfach eine Siedlung hinsetzen. Chromatischer Boden. Ich will da unten bauen. Definitiv. Das heißt, wenn meine Verschlinger, meine mächtigen Bestien fertig sind. Oh. Wow, mittlerweile ist die Bevölkerung schon ziemlich gut gewachsen. Baue ich einen Siedler. Das ist zwar noch ein paar Züge hin, aber das ist etwas. Seien wir mal ehrlich, das ist in diesen Spielen normal. Es ist immer
ein paar Züge. Einen Zug noch. Das ist auch gerade tatsächlich der Werbespruch von Civ 6. Just one more turn. Oder nee, der Hashtag war das von Civ. Was ich persönlich eigentlich ganz cool fand, weil es eigentlich perfekt beschreibt. Wie sowas abläuft. So erledigt. Und diese Laufanimation. Uiuiui. Genau hier am besten. Dann habe ich hier einen Weg zu dem kleinen See. Hier zum Meer. Kann dieses Zeug dort mitnehmen. Hab ein bisschen Wald, was auch nicht schadet. Was gleich für die Produktion ganz gut ist. Ja, das denke ich, ist die richtige Stelle. Dann sollten wir vielleicht hier oben auch für Ordnung sorgen. Wenn mir hier schon so Armeen einfach durch meine eigene Stadt laufen, ist nicht so fein. Ja, dann hole ich mir nämlich die Ruine erst später. Ist jetzt nicht überlebenswichtig, dass ich die sofort in diesem Augenblick hole. Nächste ist wieder ein weiterer Verschlinger. Mit dem kann ich dann wahrscheinlich hier mal gegen die fiesen Möps, die mir hier die ganze Zeit vor der Nase rumfahren, vorgehen. Ja, den Lauf halt dahin. Ja, ich habe immer noch keine Handelsrouten. Also wieso sollte ich einen Effekt aktivieren, der mir Handelsrouten verbessert? Ich weiß auch gar nicht, ob ich mit dem Volk überhaupt Handelsflotten haben will. Die See, das Vieh sieht ja wahnsinnig freundlich aus. Ah, das hatte ich ja schon erwähnt. Aber insgesamt finde ich cool, dass es sie gibt. Der Krieg unter den... Okay. Okay, also es gibt legendäre Großtaten anscheinend, die man erreichen kann. Wow. Jetzt ist hier aber richtig Party. Warum sind meine Siege schon so groß? Es sind nur zwei Baggerer. Okay. Okay, mein Held lebt noch. Die Miliz ist ein bisschen angeschlagen. Aber sonst... Natürlich, wenn sie schon Stress wollen, dann richtig. Und, ein einzelner Mastermind ist aufgestiegen. Nee, nee, hier konnte ich nur Ausrüstung. Also man kann die dann aufwerten in puncto Rüstung, aber ich war der Meinung, dass das auch nochmal... Nee, der hat einfach Stufe 2 erreicht. Okay, die kriegen keine Fähigkeiten. Das stimmt schon. Muss ich tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Jo, ist der nächste etwa gleich fertig? Ja, und als nächstes kommt ein Siedler, den ich dann begleiten werde. War mindestens zwei Verschlinger in deinem Imperium. Go. Und Belan oder Belan. Ich habe also richtig Auswahl. So, kann ich euch zusammenschließen? Ja. Und ist das die Region Belan? Hm, das werde ich wohl
erfahren, sobald ich sie etwas weiter erforscht habe. Lauschposten, Bollwerk oder ich mache es mir einfach. Eine Idee, auf die ich natürlich selten komme, es mir einfach zu machen. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Da. Tracken. So. Scheint wichtig zu sein. Ich finde eigentlich auch die Ansicht ziemlich gut, muss ich zugeben. Ja, das werde ich dann wohl erst einen Moment später tun. Scheint gut zu sein. Scheint, als wäre ich da ein klein wenig im Vorteil. Oh, ich kann das Gebiet einnehmen und kriege dadurch sowas in der Art wie eine kleine Stadt. Das ist ja cool. So, mein Herr Siedler. Kommen Sie mal ran. Oder meine Herren Siedler. Und Sie, mein Herr Held, und meine kleine, feine, leicht mutiert wirkende Armee. Anscheinend muss ich sie besetzt halten. Nächste Runde holt euch die. Oh, wie weit komme ich? Gar nichts. Okay. Nee, die Geraber will ich gar nicht haben. Die sind mir ziemlich boogie. Dann baue ich einfach weitere Verschlinger. Dann wird das schon. Dann beherrsche ich die See mit hässlichen Bestien. Stimmt. Die Gebiete. Eine Sache, die man ja einfach mal so nebenbei einfließen lassen kann. Man kann in jeder Gebiet nur eine. In jeder Gebiet nur eine Stadt bauen. Nee, in jedem Gebiet kann man tatsächlich gerade mal eine Stadt bauen. Und dadurch erobert man es dann auch. Das Gebiet. Nee, komm, ich bleib offensiv. Anscheinend lief's gut. Eine Forschungsära erreicht. Das heißt, ich kann jetzt in der Forschung, aufgrund dessen, dass ich genug Technologien erforscht habe, neuere Sachen und bessere Sachen bekommen. Ich habe jetzt Enterschiffe. Das eine ist auch fertig. Ah, okay, hier. Tat Ära 1. Zerstöre als erster mindestens 10 Armeen. Okay, da bin ich dran. Große Maritime Akademie. Achso, die habe ich irgendwo durch schon bekommen. Und eine Werft. Eine Werft ist eine Einheit? Also die habe ich auch. Okay. Noch was zum Ausbau? Nee, dann Markt. Feuerschiff. Also generell relativ viele Schiffe, so insgesamt. Und dann verbessere ich die Rüstung danach weiter. Finde ich auf jeden Fall nicht verkehrt. Achso, dann kriege ich das aber erst beim zweiten in mein Stadtgebiet.
Wäre ein Abzeichen. Kapazitäten Geisterarmee kann nur von Helden angelegt werden. Okay. Gucke ich mir dann gleich mal an. Ah, nehme ich das oder das Feld? Hier habe ich noch ein Feld mehr. Mehr. Das ist schon wieder diese Doppelung. Ja. Habe ich zwar insgesamt ein Feld weniger, aber dafür den Bereich. Die Region ist nun sicher. Nun musst du Glasstextrator. Okay. Ja, mache ich dann. Glasstahl. Und danach. Schwestern der Barmherzigkeit, die mag ich eigentlich ganz gern. Aber ich hole mir erst noch mehr Gold. Viel mehr Gold. Und dann, genau. Und ich mir das Gebiet. Achso, die Armee ist zu groß dann. Also das finde ich ja nun gar nicht. Ja. Ich finde nicht, dass eine Armee zu groß sein kann mit 4 Einheiten. Also ich bitte euch. Ja. Das wäre ja, als wenn man mir sagen würde, dass ein Mann nach 200 Messerstichen noch lebt. Nee, es ist ein sehr komischer Vergleich. Ich habe versucht, wie Tobias, aka Heavy Steel, zu sprechen. Das ging wohl nicht so gut. Nein, nein! Das, och Mensch, der hat vor mir 10 Einheiten vernichtet. Das ist doch jetzt nicht wahr. Mistkerl. Den mag ich nun offiziell nicht mehr. So, und du wirst erstmal abkommandieren. Genau, und du gehst hier hin. Und wie sieht das eigentlich bei. Oh, du bist nur noch einer. Das hätte ich mal wissen müssen. Mist, wenn man sich einmal für einen Kampf entscheidet, kann man leider sich nicht mehr zurückziehen. Daher, ja, lief das nicht so gut, wie ich erhofft habe. Aber dann kann ich da oben die Garnisonen besetzen und dann. Ne, die gehören jetzt offiziell mir. Ich krieg davon die Zutaten, wollte ich gerade sagen. Die Ressourcen. Geile Sache. Das heißt, man kann zusätzlich zu den Leuten, die man hier rekrutieren kann, von den anderen Kleinvölkern, die man nicht spielen kann sonst, kann man da noch ein bisschen was machen. Kann man da noch ein bisschen was rausholen. Besser Freunde als Feinde. Riesige Ressourcenvorräte angelegt. Ist in der Zeit, die Dorgisch ins Imperium zu assimilieren und den Wahrheitskategorien zu überprüfen, okay? Dorgeschi Bordeki ignoriert. Dogeshi als Erster. Gut. Tja, dann holt euch die mal. Hatten wir hier schon Dogeshi gesehen? Das ist ein Gauran. Das ist nur sowas Ähnliches. Also mehr oder weniger ähnliches. Auch so ein Wüstenvolk, Tiervolk. Okay, es sind meistens in die Richtung Tiervölker. Was ich eigentlich persönlich sehr schön finde. Aber wie gesagt, die Designs und auch wenn man sich die kleinen Geschichten dazu mal durchliest. Ach Mist. Na gut. Ja, zum. Zum Abschluss noch mal einen kleinen Kampf.
oder einen großen Kampf, wenn ich mir das Gebiet so ansehe. Was ich hier halt besonders finde, ist dieses, es gibt dieses abgegrenzte Gebiet, und ich stoße gegen mein Mikro, dass es sich halt dadurch einfach ein bisschen abhebt, dass man halt zwar auf der Karte ist, wie es bei einem Sith ist, aber trotzdem seinen einzelnen Abteil sozusagen hat, wie es in dem Spiel, dessen Name mir nicht einfällt, was David so geil findet, hat, oder in dem zum Beispiel Heroes of Might and Magic. Oder in einem. Ich habe damals einen Test für geschrieben. King's Bounty. In einem King's Bounty ist es ganz ähnlich. Da hat man auch ein eigenes Kampffeld. Allerdings sind halt auch Heroes of Might and Magic und King's Bounty ein bisschen anderes Genre direkt als diese 4X-Spiele. Anscheinend buffe ich hier die ganze Zeit meine Leute. Finde ich eigentlich ganz gut. Und ich scheine hier in der absoluten Übermacht zu sein, auch wenn ich gerade nicht viel Schaden anrichte. Und die ziemlich gut abwehren, die fliegenden fiesen Viecher. So, dann greift ihr mal dahin an. Ja, auch. So, greift alle einfach erstmal den Schwächeren von beiden an. Dann sollte es ja endlich mal was werden. Oh nein, meine. Eigentlich sind es ein bisschen wie Murlocs, die Viecher hier. Meine Murlocs sterben. Was soll ich nur tun? Oh nein! Wow, okay, der war cool. Mit dem habe ich auch gerade nicht gerechnet. Ja, und jetzt voller Angriff auf den Apucha. Der anscheinend zu weit weg ist für eine coole super Wasserwelle. Ich meine, wir scheinen selber auch recht angeschlagen zu sein. Wow, und Critical Hit von unserer kleinen Einheit da oben. Und wo lauft ihr noch hin? Es sind alle besiegt. Exerziert ihr echt die Runde nochmal zu Ende? Hätte ich jetzt nicht vermutet. Okay. Und noch eine Einheit ist aufgestiegen. Das war wahrscheinlich der, der am Ende diesen super krassen Übertreffer gelandet hat. Ja, dann holen wir uns doch mal noch mehr Ruinen. Ja, ein paar Minuten mache ich noch. Also ich will zumindest noch sehen. Minus 1 auf Bewirtschaftung, minus 1 auf das, minus 1 auf das. Wir kriegen jetzt gerade auch deutlich weniger Gold. Und wir kriegen vor allem weniger Nahrung, was noch schlimmer ist. Hier kriegen wir noch normal. Und insgesamt haben wir halt unsere ganzen Quellen gerade, die uns vorher Gold gegeben haben, aufgeben müssen. So, jetzt dauert es natürlich viel länger, den Depp hier zu bauen. Aber für die Zeit will ich halt nicht mein komplettes Dust-Vorkommen
gänzlich über den Haufen schmeißen. Aber die Sache ist halt, wenn wir weniger Nahrung haben, haben wir erstens weniger Zufriedenheit und zweitens schrumpft die Stadt und das können wir nicht gebrauchen. Aber ich will trotzdem noch sehen, wie das Glasschallvorkommen in zwei Runden gebaut wird, weil ich dann ja noch die eine Quest zu Ende bringen kann. Drachenbaum. Okay, ich glaube, ich will hier meine nächste Stadt haben. Auf der Spiralschale eine Anomalie, okay. Auch wenn diese Anomalie weniger... die Sachen, die wir da einsammeln, sind irgendwie Artefakte von einem anderen Volk, was in der letzten Erweiterung dazu kam. Also wie gesagt, es wird halt mit jeder Erweiterung wirklich um kleine Elemente bloß. Das sind halt auch wirklich, die Erweiterungen sind alle so im Preisrahmen von etwa 13 Euro. Und das finde ich echt okay. Und bauen trotzdem viele kleine Sachen ein, die das Spiel noch ein bisschen komplexer und umfangreicher machen. Und man kann mit diesen Perlen noch zusätzliche Sachen erforschen. Und da können wir gleich noch kurz reingucken. Ja, okay. Wir haben die 37, eine Armbrust, die in einem Glasstahl hing. Okay. Ja, haben wir eine Questreihe abgeschlossen und da ist mein Mauszeiger. Gucken mal, hier haben wir nämlich noch zum Beispiel Luxusintensivierung. Oder Nachtlinsen, mit denen wir erstens mehr Wissenschaft bekommen, was schon mal eigentlich ziemlich cool ist. Und da steht Sichtweitenmalus verkleinern oder hier weitere Schmiede. Und das kann man alles in diesen Perlen, die wir gerade nur im Winter einsammeln können, freischalten. Und ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, das zu beenden. Dann habe ich nämlich so alles gezeigt, was ich noch weiß. Außer natürlich besseren Einheiten und so weiter. Denn es gibt, wir können hier ja mal gucken, wird es mir angezeigt. Frostfänge aktiviert. Das war genau bei dem Gründerpaket, was ich ja quasi habe dabei. Durch das man erstens in den anderen Spielen was bekommen hat. Und hier eine Fraktion aus einer Art Eiseidechsen. Wächter... Ja genau, Guardians. Die Wächter sind wirklich riesige Einheiten, die man auch nur alleine stehen lassen kann, die unglaublich stark sind und cool Design gibt für jedes Element. Einen Schatten für das Spionagesystem, außerdem die neue Hauptfraktion, die Vergessenen zu. Genau, die Vergessenen sind daher interessant, da sie, wenn ich mich richtig erinnere, nur Sachen... Irgendwie, ich glaube, sie haben... Oh, verdammt, was waren das bei denen? Die sind erstens, wie gesagt, auf Spionage, wie es ja auch da steht, ausgerichtet. Und die hatten irgendeine... Ich glaube, die haben keine Wissenschaft generiert, sondern mussten sich jede Wissenschaft kaufen mit Dust. Während es hier auch eine andere gibt, die keine Nahrung hat, weil sie Dust ist. Und solche Fraktionen, sowas würde es in Ziffern nie geben. Und das finde ich halt geil. Dann Formwandler, genau. Shifters waren die, was ich gerade ersägt habe, Tafnarogia, Perlen und Segen für die neuen Hauptfraktionen der Formwandler. Und jetzt hier Tempest. Spiel speichern. Zug 42. Also mehr haben wir tatsächlich nicht geschafft in der Zeit. Das meine ich ernst, denn normalerweise so ein Spiel kann mehrere hundert bis tausend Züge lang sein. Dann verabschiede ich mich an der Stelle von euch. Gehabt euch wohl. Mit einem in die Ferne schweifenden Semni.